Kanda Pidanasana ist auch genannt Kanda Pidasana, wörtlich die Kanda-Presse, die Wurzelknollenmassage. In der Hatha Yoga Pradipika und anderen Hatha Yoga Schriften wird von Kanda gesprochen, eine Wurzelknolle, die vom Beckenboden bis Nabelgegend geht. Und in Kanda Pidasana zeigt mindestens die Ferse oder die ganzen Fußsohlen Richtung Kanda. Du kommst also erst zur Sitzstellung, gibst die Fußsohlen zusammen wie in Bhadrasana, dann hebst du die Füße hoch, gibst die Fersen unter dem Nabel an den Bauch und die Fußsohlen zum Brustkorb hin. Fortgeschrittene Variationen wären, die Füße dort zu halten und dann die Hände vom Brustkorb zu geben oder die Hände auf die Knie. Ja, das sind einige Variationen von Kanda Pidanasana, auch genannt Kanda Pidasana. Diese Variationen sollen den Kanda mit Energie füllen, die Fußsohlen zeigen zu Kanda. Und Kanda ist der Ursprung der 72.000 Nadis. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir, teile die Sendung mit anderen. Fabian, Eduard und Sukadev wünschen dir viel Freude beim Ausprobieren von exotischen und fortgeschrittenen Asanas.